Ja, hallo liebe ElbKickTV-Zuschauer und herzlich willkommen zum X-Tipp-Spieltagstipp. Heute zu Gast haben wir Bastian Warning vom Rahlstedter SC. Und wir tippen heute zusammen den 8. Spieltag der Bezirksliga Ost. Die Auftaktpartie ist der MSV Hamburg, euer heutiger Gegner gegen die SC Eilbek. Ja, da MSV auf jeden Fall zurückkommen kann und Eilbek ein bisschen schwächelt, würde ich sagen, das wird ein 2-1 für MSV. Okay, also ein 2-1-Heimsieg. Die nächste Partie ist der ASV Hamburg gegen UH Adler. Was glaubst du, wir nehmen da die Punkte mit? Schwierig. Ich denke 0-1 für UH Adler. Gut. Als nächstes auf dem Plan haben wir den SV Börnsen gegen Voran Uhr 2. Ich habe Voran Uhr schon mal gesehen. Die verlieren 3-0. Klare Nummer. Als nächstes auf dem Plan Schwarzenberg 2 gegen den SV Bildstedt Horn. 2-1 für Schwarzenberg. Vielleicht ein Torschütz in deinem Kopf? Nee, danke. Also bei Bildstedt Horn vielleicht, der Juckel, der vielleicht noch mal einen macht, aber ansonsten bei Schwarzenberg kenne ich keinen. Okay, dann machen wir auch direkt weiter mit dem FSV Gestach gegen Eisenburg Hamburg. Eisenbahn Hamburg. Oh, Eisenbahn. Ja, die gewinnt 2-1 bei Gestach. Gut, als nächstes haben wir noch Kroatia gegen den TSV Glinde. Oh, Glinde, schwierig einzuschätzen. Wir haben da zwar 4-0 gewonnen, aber die sind gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, bei Kroatien wird es schwierig 1-1. Okay, dann haben wir noch den SCVM gegen die TuS Hamburg. Ja, bei Fionn Marschland eine weite Anreise. Das wird ein 2-1 für Fionn Marschland. Gut, und dann natürlich als Krönung und Abschluss haben wir noch euch. Haben wir den Rahlstedter SC zu Gast beim SC Wendorf. Was glaubst du, was ist da drin? Naja, da wir zu Hause jetzt irgendwie 2-3 Partien unentschieden gespielt haben, auswärts liegt uns wahrscheinlich besser. Würde ich sagen, gewinnen wir 2-0 gegen SC Wendorf.